Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir mal ein etwas besonderes Paket vor uns liegen, aus China nehme ich mal an. Was da genau drin ist, seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! So, dann machen wir es mal auspacken. Man sieht schon direkt aus China hier. Und hier haben wir es vor uns liegen. AirPower Wireless Charger. Man sieht hier schon, man kann ja sein iPhone laden, seine Uhr und seine AirPods. Ja, sieht irgendwie ziemlich Apple-like aus hier mit diesem Schriftzug, der so ein bisschen silber ist. Es ist aber, das kann ich schon mal sagen, nicht von Apple, denn Apple hat ja die AirPower Charging Matte gecancelt und ja, wegen Überhitzungsproblemen. Mal gucken, was die Chinesen hier rausgebastelt haben. Hier unten ist schon ein bisschen defekt. Das Ganze habe ich bestellt bei Wish. Ich glaube für ungefähr 30 Euro. Und dann wollen wir mal sehen, was das hier auf sich hat. Ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt. Man sieht hier schon, dass anscheinend drei Wireless Charging Pads quasi verbaut sind. Und ja, machen wir das Ganze mal auf, wenn es ja überhaupt aufgeht, weil es ja so eingedellt ist. So, hier ist es. So. Ganz normaler USB-Anschluss. Fühlt sich auch, ja, jetzt nicht hochqualitativ an, aber auf jeden Fall nicht billig. Hier unten steht auch AirPower 5 Volt. So, hier ist weiter nichts. Hier drinnen haben wir noch eine kleine Broschüre. Okay, also das kann ich nicht lesen. Okay, hier ist also die Charging Area. Safety Instructions. Ich bin gespannt. Ich komme das hier mal beiseite. Ja, hier ist so unsere AirPower Wireless Charging Matte. Sieht eigentlich relativ minimalistisch und cool aus. Ich hole mal eine Powerbank. So, hier ist unsere Powerbank. Die sollte genug Saft haben. Sie lädt. Okay. Probieren wir mal das Einfachste und legen mal die Uhr drauf. Sie lädt. Klappt. Ich habe jetzt mal die Kameras getauscht und zeige euch jetzt mal, wie man das Ganze hier also benutzen sollte. Als allererstes nimmt man ein iPhone mit Wireless Charging, hier das iPhone 11 Pro. Das platziert man hier links und es lädt sofort, funktioniert gut. Dann hat man hier eine Apple Watch, egal welche. Die hier ist eine kleine Mulde, legt man hier drauf, zack, lädt auch, hundertprozentig. Dann hätte man jetzt im günstigsten Fall noch AirPods mit Wireless Charging Case. Ich habe jetzt noch hier die normalen AirPods und die würde man dann hier rechts drauflegen. Und die fangen dann auch an zu laden. Generell finde ich, sieht es ziemlich clean aus. Man kann all seine Sachen auf einem kompakten Platz laden. Ob ich mir das jetzt direkt neben meinen Kopf am Bett, also quasi auf den Nachtschrank stellen würde, wüsste ich jetzt nicht, da es direkt aus China kommt und wahrscheinlich die billigsten Materialien verwendet wurden. Das ganze Teil hat ja schließlich nur 30 Euro gekostet. Aber für einen Schreibtisch, wo man ein Auge drauf hat, würde ich sagen, ist es kein Problem. Um das Problem jetzt mit den AirPods mal zu lösen, um euch zu zeigen, dass alles drei funktioniert, habe ich jetzt hier mal so ein Wireless Charging Pad. Das schließe ich jetzt mal hier dran an. Das ist natürlich nicht schön, aber einfach um zu zeigen, dass alle drei Sachen funktionieren. So, also hier links sieht man, dass die AirPods laden mit dem Wireless Charging Coil, was hier drauf liegt. Dann lädt hier links mein iPhone, in der Mitte die Apple Watch. Und alle drei Sachen laden gleichzeitig, funktioniert so wie beschrieben, funktioniert gut. Leider funktioniert das nicht ganz so wie das Apple-Gerät, was natürlich nicht rausgekommen ist. Da werden nämlich ganz viele Wireless Charging Coils oder halt, da werden ganz viele Wireless Charging Pads hier unter gewesen. Ich glaube über 12 Stück, sodass man seine Uhr, seine AirPods und auch sein iPhone überall hätte hinlegen können oder auch zwei iPhones oder was auch immer und es hätte geladen. Und hier sind es halt die drei ausgewiesenen Spots.
Ist jetzt eigentlich kein Problem, da man ja sowieso meistens seine Uhr, sein Handy und seine AirPods laden will. Von daher ist das Produkt hier trotzdem in Ordnung. Und das Ganze halt für 30 Euro. Ich glaube, für AirPower gab es keinen offiziellen Preis, aber war auf jeden Fall über 100 Euro oder knapp 200 Euro angesetzt. Da ist das hier schon weitaus billiger. Natürlich muss man hier Abstriche machen von der Qualität. Letztendlich kann ich trotzdem das Produkt empfehlen. Es sieht schön aus. Für einen Schreibtisch genau das Richtige, um alle Sachen zu laden. Ich habe jetzt leider, wie gesagt, kein Wireless Charging AirPod Case. Aber werde ich mir dann dementsprechend noch zulegen, damit ich all meine Sachen auf einmal laden kann. Genau. So, das war es eigentlich auch schon von diesem kleinen Unboxing hier. Wenn euch das Produkt gefällt, guckt mal in der Videobeschreibung. Da habe ich den Link zu Wish, wo ihr es auch bestellen könnt. Die Lieferung hat bei mir jetzt ungefähr 3 Wochen gedauert, also es ging. Preis, wie gesagt, habe ich 30 Euro, glaube ich, bezahlt. Auch vollkommen in Ordnung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne kommentieren. Ich versuche alle Kommentare zu beantworten. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Video. Tschüss.